Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Willkommen zur fünften Folge der Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich habe offscreen hier jetzt noch ein bisschen den falschen Knopf gedrückt und Pet im Game nochmal auf Level 11 gebracht. Und dann würde ich jetzt sagen, was habe ich für Items einstecken. Ich liebe es. Die Bälle sind jetzt nicht so wichtig, da könnte ich zwar mehr brauchen, aber ja, ich hoffe mal, die Items reichen für die Arena. Wenn nicht, zurücklaufen. Theoretisch, ich weiß halt nicht, wie viel Kohle ich gerade habe. Ich gehe mal in den Supermarkt gucken. Weil ich habe sicher nicht offscreen beim Trainieren bin ich nicht aus Versehen in den Trainer reingerannt und habe dann gegen ihn verloren, weil ich meine Pokémon nicht geheilt habe. Ich hoffe, wenn ich mich richtig an die Arena erinnern will, kriegst du nur, wenn man so einfach zum Eingang zurückkommt und sich im Pokémon verteilt hat. Ja, das ist mir schon klar. Ach stimmt, X war das, wo man normal. Boah, jetzt bekomme ich ein Boot so geschickt. Mann! Ich meine, hallo. Ich liebe es. Ja, übrigens, was ich noch nicht gesagt habe, Olaf nimmt 500, sitzt gerade neben mir. Ja, und jetzt kommt ein Cut. Nein. Ich hab doch nur gewartet heute. So, wenn ich hier jetzt eh schon bei der Situation bin, was für ein Foto habe ich bekommen? Aha, Kim Jong-un und... Kim Jong-un, Erdogan, ich würd's Ivanka schon gern geben, der geilen Hahaha schon, oder Rezept, du Missgeburt, fix Ziegen, während deine Frau von drei Schwarzen durchgeballert wird und du Kim, du Ching Chong, Schlitzaugen, Bastard, Sohn heißt wie eine Frau, Alter, ein Knopf. Ich glaube, wenn du das im Video lassen würdest, wird's gelöscht. Und Merkel, haha, gefickt. Wenn ich das nicht rausschneide, hast du nicht mein Leben. Hallo, willst du Champion werden? Dann gewinn. Ja, danke. Ich glaube nicht, dass die hier Gesteins-Pokémon haben, ausschließlich. Hier ist der erste Trainer. Ich weiß, ich will die aber besiegen. Er hat ein Pokémon und zwar... Oh, das sieht cool aus. Oh, ich habe nur normale Attacken auf Pet im Game, die auch Schaden machen. Aber wozu hat man Fragezeichen mehr in allen Städten? Tickel. Ich glaube, das wird etwas mehr weh tun. Das Ding ist lustig geworden. Und das Beste ist... ...160 Pokéballer. Das ist fast das Zehnfache von dem, was ich vor diesem Kampf dabei hatte. Das mehr als das Zehnfache von dem, was ich vor diesem Kampf dabei hatte. Ich hatte... Nein, das waren 17. Soll ich echt gewartet? Nein, 17. Kannst du ja mal gucken, du hast... ich glaube, das kann man auch in dem... Ja. 177, ich hab grad 160 bekommen. Ja, war's doch. Oh! 177, glaub ich, das Glück, dass wir das die Pokémon nicht. Oh, Scheiße, da hätte ich ein bisschen drauf achten können. Yay, Doppelkampf. Naja. Anscheinend. Ich denk, wenn's nicht gehen würde, hätte ich's nicht gemacht. Och, kacke, 4 Pokémon. No und, Fett. Da, wow. Wirklich sind nicht doppelt die Pokémon. Ich glaube, hier gab es mal. Oh, das stimmt. Ich habe jetzt Bruderschnee. Das trifft sogar beide. Und Olaf nimmt 500. Du bist ein Haufen Scheiße, weißt du das? Ich werde doch ziemlich gut sein als Tempel. Du bist ein Haufen Scheiße. Einmal Haufen Scheiße, immer Haufen Scheiße. Aber hey, die Gegner sind Level 8. Boah, ja. Fett im Game ist auch gut. Lass mal die Kralle an. Wer das Hypno greift. Okay.
Jetzt hast du dir aber was aussuchen. Welchen hier, um hier zu gewinnen. Phantom Game kann nichts. Aber das bin ich ja gewohnt. Double Slap, ja. Okay, auf den macht das nicht ganz so viel Schaden. Das tun wir. Ich. Weißt du was? Das gibt auf die Fresse. Fragezeichen, man. Verfolgung, genau, auf den Fettarsch. Yeah. Als ob der nicht. Jetzt mal. Jetzt spiele ich. Ja. Das könnte doch. Das könnte der den fucking Tod besiegeln, wenn es so weitergeht. Wo könnte es das? Es fehlen noch drei Pokémon nach dem. Drei. Nach dem vierten Pokémon. Wow, weil das sehr bedrohlich ist. Ich muss sagen, du hast recht. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich tun soll. Hier gehe ich auf das Ding. Das ist deutlich gefährlicher. Backknarre. Tackle. Oh nein, es ist stark. Ich glaube, man merkt absolut nicht, dass ich mich ein bisschen über das Ladybar lustig mache. Ich meine das ernst, dass es so stark ist und ich nicht weiß, was ich tun soll. Wo wir gerade von übelst stark reden. Ich habe übrigens das Gefühl, es können gar keine Legis in dieser Randomizer hier spawnen. Danke für dich. Naja, wenn ich irgendwann mal gute Bälle habe, wäre es nicht so gut für mich. Stimmt, was bringt denn hier? Irgendwas. Ich kann mir vorstellen, dass es Sternschauer wird. Ja. Oh, Alter, hau halt noch mehr drauf. Also, ich bin ziemlich drauf da, weil wenn ich Pokémon-Kämpfe wo so zeigen geht, habe ich paralysieren und bin nicht schön. Und was ist, wenn ich surfe? Dann bist du nicht gut zum Paralysieren. Dann nicht, aber wenn grad. Boah, 500 fast. Ich gehe mich heilen. Cool, man kann in Arenen nicht rennen. Man kann in Arenen auch rennen. Nö, ich hab den X-Knopf gedrückt, den ich gerade aufdrücke. Seltsam. In den neuen Spielen geht's auf jeden Fall. Ja, im Pokémon Center auch nicht. Ist die völlige Pokémon Center gerannt? Hä? Nein, da habe ich die Verschnellerung benutzt. Boah, du bist rennen. Nein. Das Tolle an der Verschnellerung, man kann nicht gut kalkulieren, wo man hin will. Geh mal aus dem Weg, du Pisser. Ich lasse den Wurst doch genau einen Zähner, bevor du den Orden hast. Und dann wieder Zähne und Bedingungen, bevor man wieder weiter will. Keinen Hart. Das ist Hartz IV. Hallo, ich bin Hartz IV. Ja, weiß nicht. Doch, wir heißen Hartz IV. Ja, vielleicht auch Roxanne, aber... Hey, ich bin Arena-Leiterin geworden, also... Ja, jetzt kann ich hier ausüben, was ich in der Trainerschule gelernt habe. Kämpft gegen mich. Ja, danke für die Frage. Und wie viele Pokémon? Oh, drei. Ja, ich habe auch ein genau gleich starkes Pokémon, aber guter Schnee. Gut. Tschüss. Ja. Warum zum Pick? Vor allem Flammenwurzel gegen mein ganzes Team der Effekte. Ich glaube, das ist eine 6. Junge, wie unfair ist denn das? Da kann ich doch nicht. Das macht keinen. Ich finde das gerade echt lustig. Du schaffst wahrscheinlich, wenn du die Kraft in den nächsten Jahren schaffst. Ich hab grad Spaß. Und die hat das Ding gerade geheilt. Das Tolle ist, ich glaube, egal was ich mache. Nein, ich lebe. Das Gift würde ich aber nicht. Das Traurige ist, ich weiß nicht, ob der Trank reicht, wenn ich überlebe.
Ich kann nichts tun! Ja, ich sterbe am Gift, aber das ist meine einzige Möglichkeit, das Ding zu lösen. Obwohl, das Level up. Was? Nein! Warum habe ich jetzt Nein gedrückt? Nein, ich bin nicht auf Rauch. Halt die Schnauze. Das Traurige ist, das war ihr erstes. Ich habe nur noch dich und das heißt, ich habe verloren. Okay, ich würde sagen, zu meiner Sorte kannst du jetzt mal probieren, bis Frankreich beim Start zu wechseln. 2 hours later. Kann mein ganzes Team sweeten. 2000 years later. Ui, cool. 1 eternity later. Level 20 war ich gerade eben auch schon. Oh, ich bin heilig. Meine Level 20 ist. So, ich überlebe das Gift noch. Level 21, Agilität. Besser als das. Ich muss so probieren. Ich muss fett im Game opfern, wenn ich eine Chance haben will. Und selbst das wird nicht reichen. Hier jetzt Poison. So tot. Jetzt muss ich dich rausschicken. Dann wieder einen Trank verschwenden, der mir am Ende nicht helfen wird. Ich kann ja das probieren. Cool. Aber was ist das? Ah, oh, das ist ein Angriff! Ja, gut. Jetzt bin ich auch. Nicht wirklich, ist ein Bullshit-Angriff. Außerdem wirst du sowieso sterben. So, warte. Wie funktioniert dieser Angriff, den du gerade gelernt hast? Ach so, funktioniert nur in der ersten Runde des Kampfes. Nein. Sag mal, wie kann man so nutzlos sein? Wow, ich hab gewonnen! Ja! Das ist nicht der Vorkommen, oder? Bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich wieder tot bin, dann schon. Und das wird nur eine Frage von wenigen Minuten sein. Ich hoffe mal, dass ich in der nächsten Folge... verpiss dich! Lass die Schalte. Ja, schön. Ich helf dir nicht. Ich hab ja nicht mal gescheite Pokémon übrig. Wir sehen uns in der nächsten Folge.